Im Kunstmuseum Kloster unserer lieben Frauen wurden dieser Tage zwei Ausstellungen eröffnet, die ganz unterschiedlich sind. Zum einen handelt es sich um rätselhafte Frauenfiguren, die die mexikanische Künstlerin Alicia Paz entwickelt hat. Die andere zeigt Konzentrate und Rundbilder des in Wandsleben wohnenden Dieter Lahme. Wir stellen Ihnen beide vor. Alicia Paz, 1967 in Mexiko geboren, hat in Kalifornien, Paris und London studiert. Ihre farbenprächtigen Bilder und Skulpturen scheinen vom Wechselspiel der Eindrücke aus all diesen Stationen ihres Lebens angereichert zu sein. Die sich in The Garden of Follies, dem Garten der Torheiten, abspielenden Paradoxien und Scheinwelten verheimlichen nicht, dass sie durch den Zusammenprall von kunsthistorischen Bezügen und Bildern des Alltags entstehen. Alicia Paz' rätselhafte Frauenfiguren entwickeln daraus eine Melange von Stilmitteln und Motivfragmenten, ein Rollenspiel mit schillernden Identitäten. Von einem Rausch sinnlicher Exotik eingehüllt, besitzen die Frauen ein multiples Wesen, das es ihnen erlaubt, die Seiten zu wechseln, sich unterschiedlichen Stimmungen anzupassen. Sie umkreisen übermütig das Leben und treiben Versteckspiel immer an der Grenze zwischen Illusion und Abgrund. Es ist nicht ablesbar, ob sie in dieses Rollenspiel gezwungen wurden oder auf einem Jahrmarkt der Eitelkeiten ihren Schabernack mit uns treiben. Der Betrachter sieht sich unwillkürlich gezwungen, bei diesem Rollen- und Versteckspiel mitzumachen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Dann sind da immer wieder Bäume, Sinnbilder des Lebens überhaupt. In ihnen bringt Alicia Paz all das unter, was das Leben und ihre Fantasie hergeben. So entstehen quietschbunte Collagen voller Flitter und Überraschung, die auf Entdeckung warten. Nur Zeit muss man sich dazu nehmen. Das Kunstmuseum zeigt in Zusammenarbeit mit der Galerie Gicorn, Paris und Leipzig Alicia Paz' erste Museumsausstellung in Deutschland. Zahlreiche Werke der in London lebenden Künstlerin stammen aus verschiedenen staatlichen und privaten Sammlungen in Frankreich, der Schweiz und Großbritannien. Die Ausstellung von Alicia Paz geht noch bis zum 6. März 2016. In den 60er Jahren malte Dieter Lahme, der 1938 in Emmerich geboren wurde und jetzt in Wandsleben lebt, Konzentrate. Geometrische Formen, schwarz, weiß, meist im Format 1x1 Meter. Ein Zufall oder besser gesagt ein Konflikt ließ seine Rundumbilder entstehen. Ein Käufer seiner Gemälde hängte zwei davon entgegen der vom Künstler vorgedachten Richtung auf und stellte so oben und unten, rechts und links in Frage. Dieter Lahme erkannte, was auf dem Bild ist, ist primär, ewige Kunst sozusagen. Sekundär ist dagegen, wie das Bild gehängt wird, eine momentane Entscheidung des Betrachters sozusagen. Das zu akzeptieren bereitete allerdings einige Mühe. Die Auflösung des Konfliktes fand der Künstler in der Kugel, als Maluntergrund, aber auch als Plastik. Der Betrachter kann sie in die Hände nehmen, drehen, von allen Seiten betrachten und buchstäblich begreifen. Die plastischen Systeme, die Dieter Lahme später schuf, kann man durchaus als Fortsetzung dieser Erkenntnis oder Idee auffassen. Sie bestehen aus mehreren geometrischen Körpern, die der Betrachter nach eigenem Empfinden umgestalten kann, indem er die einzelnen Elemente neu ordnet. Konzentrate und Rundumbilder nennt sich folgerichtig die Ausstellung, deren plastische Werke von den Besuchern angefasst und verändert werden dürfen und sollen. Falsch machen kann man dabei nichts. Nicht leicht für so manchen Museumswächter, gesteht Dieter Lahme. Jede Veränderung ergibt immer wieder eine sinnvolle Form und Anordnung. Die Ausstellung von Dieter Lahme, der von 1955 bis 1960 in Basel Grafik und Design studierte und der seit 12 Jahren in Sachsen-Anhalt lebt, ist noch bis zum 13. März 2016 im Kunstmuseum in Magdeburg zu sehen.